Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Der Glaube an nur einen Gott, Jesus, der Prophet, die Jungfrauengeburt. Es gibt unglaublich viele Parallelen, das Christentum mit dem Islam verbinden, denn beide Religionen haben den gleichen Ursprung. Trotzdem macht der Islam vor allem den Menschen im Westen im Augenblick Angst. Zu Unrecht natürlich, denn die meisten Moslems leben genauso friedlich wie die meisten Christen. Und es sind nur die Extremisten, die eine Religion im schlechten Licht erscheinen lassen. Und religiöse Fanatiker, da brauchen wir uns alle nichts vorzumachen, die gibt es auch im Christentum. Radikale Islamisten. Unter dem Deckmantel des Koran führen sie einen sogenannten Heiligen Krieg. Fundamentale Christen in Deutschland. Auch sie schützen sich auf ein heiliges Buch, die Bibel. Mit radikalen Folgen für ihren Alltag. Die Bibel sagt, dass das Ehebruch ist, wenn ein Mann schon nur eine Frau lüstern anguckt. Und in dem Moment, wo ich mich so kleide, oder vor allen Dingen, wenn ich mich da noch aufreißend dazu bewege, verleite ich einen anderen Mann zu Ehebruch. Religiöser Extremismus ist mit Demokratie nicht vereinbar. Fundamentalisten kommen mit der Moderne nicht zurande. Fanatismus ist keine Frage der Nationalität, keine Frage der Religion. Grundlage für die Fundamentalisten, das jeweilige heilige Buch der Religion. Fanatische Christen und Muslime stützen ihre radikalen Ansichten entweder auf den Koran oder die Bibel. Die Bibel sei doch ein so friedfertiges Buch, heißt es. Ist sie das wirklich? Viele Christen haben die Bibel nicht gelesen und kennen ihre Geschichten nur aus den Predigten oder dem Religionsunterricht. Schaut man sich die Bibel einmal genauer an, finden viele Stellen, die in der Regel nicht in Kirchenpredigten zur Sprache kommen. So erzählt das fünfte Buch Moses von einem widerspenstigen und ungehorsamen Sohn, der seinem Vater und seiner Mutter nicht gehorchen will. In so einem Fall fordert die Bibel die Eltern auf, den Sohn vor ein Gericht zu stellen. Wird der junge Mann der ständigen Trunkenheit und Prasserei für schuldig erklärt, dann soll er gesteinigt werden. Im Klartext, Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchen, sollen hingerichtet werden. Es gibt viele dunkle Seiten in der Bibel, unter anderem die Stelle der Tötung des eigenen ungehorsamen Sohnes, die brutal sind und nichts weiter und die nicht interpretiert werden können, die durch ihren Inhalt das sind, was sie sind. Nicht nur zur Hinrichtung des ungehorsamen Sohnes fordert die Bibel auf, auch von gottgewollter Inzucht ist die Rede. Das erste Buch Moses erzählt von den Töchtern Lots, die sich um ihre Nachkommenschaft sorgen. Da Lot, der Vater, der einzige Mann zu sein scheint, verabreden sich beiden Frauen und machen ihn betrunken. Anschließend verführen die Töchter ihren eigenen Vater. Hat stattgefunden und das diente auch dazu, Kinder zu kriegen. Denn von Kindern lebte diese Gesellschaft, lebte dieses Volk und Kinder waren quasi die Versicherung, die Rente dann für die Eltern. Wie extrem frauenfeindlich das Alte Testament ist, zeigt eine Bibelstelle im Buch Richter. Levit, ein Mann Gottes, war in einer fremden Stadt bei einem Wirt zu Gast, als gewaltbereite Männer an die Tür des Gasthauses schlagen. Sie wollen Levit verprügeln und fordern den Wirt auf, den Mann herauszugeben. Der Wirt verweigert die Herausgabe des Mannes. Stattdessen bietet er den Männern seine Tochter oder Levits Nebenfrau an. Die Meute beharrt auf Levit. Er ergreift die Initiative. Er schickt seine eigene Frau hinaus, in Wissen, dass die Männer sie vergewaltigen werden. Die Männer machen sich augenblicklich über die Frau her. Im Morgengrauen findet Levit seine Frau tot und geschändet. Mit Frauen und Kindern wurde dann auch gehandelt. Und in diesem Rahmen ist wahrscheinlich diese Geschichte und auch andere, die es gibt, Frauen dann gegeben werden als Objekt, Lustobjekt für andere, zu verstehen. Plünderung und Vergewaltigung. Über 100 Bibelstellen wird ausdrücklich im Namen Gottes getötet. An etwa 1000 Stellen tötet dieser Gott selbst. In den Büchern Moses wird Völkermord von Gott sogar befohlen. Im Matthäusevangelium des Neuen Testaments bringt Jesus nicht nur eine frohe Botschaft, sondern, wie er selbst verkündet, das Schwert. Der Völkermord kommt in den ersten Büchern der Bibel vor, wo es darum geht, dem erwählten Volk das
das gelobte Land Kanaan freizumachen. Im Neuen Testament kommt der Genozid vor. Im letzten Buch der Bibel, wo dann der Engel im Blut wartet und Gegner Gottes abgeschlachtet werden. Die Botschaft der Bibel ist zum Teil nicht mehr zeitgemäß. Dennoch gibt es fanatische Christen, die das Buch nach wie vor wörtlich nehmen und als wahrhaftiges Wort Gottes betrachten. Berlin im Sommer 2003. Am Brandenburger Tor haben sich über 10.000 Jugendliche versammelt zu einer ekstatischen Massenandacht. Die christliche Erweckungsbewegung namens The Call, der Ruf, hat dazu aufgerufen. Die sogenannten Evangelikalen haben ihren Ursprung in den USA, wo die Gruppe unter dem Namen The Cause an Macht und Zuwachs gewinnt. Sie bekämpfen Homosexualität und Abtreibung und wenden sich vor allem an junge Leute. Ihr Führer, Lou Engel, vergleicht seine Mission mit der Hitlers. Ich glaube, Hitler hatte eine Stimme für die jungen Menschen der Welt. Doch er war ein gebrochener Mann und hatte die falsche Stimme. Ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für Deutschland. Die Bestimmung ist, die Jugend der Welt zu sammeln und sie zu Jesus Christus zu führen. Solch irrsinnigen Ideen schließen sich auch in Deutschland immer mehr junge Menschen an. Die Erweckungsbewegung wächst. Die fundamentalen Christen nehmen es mit den Lebensanleitungen in der Bibel sehr genau. Anleitungen, die mehr als 2500 Jahre alt sind. Mit einem streng geregelten Lebenswandel grenzen sich die Fundamentalisten ganz bewusst ab. Auch von anderen Christen. Eine Sache, die uns unterscheidet, ist, dass wir einfach auch auf unsere Kleidung sehr genau achten. Also eben nicht bauchfrei tanzen oder nicht mit einem so großen Ausschnitt, dass man wirklich alles sieht oder durchsichtigen Klamotten. Weil wir damit Männer reizen. Und ich glaube, dass wir Frauen einfach eine Verantwortung haben, den Männern gegenüber. Gerade weil Männer wirklich visuell geprägt sind und es für sie sowieso schon so schwer ist, durch die Straßen zu laufen, weil rechts und links überall halbnackte Frauen sind. Und die Bibel aber sagt, dass das Ehebruch ist, wenn ein Mann schon eine Frau lüstern anguckt. Und in dem Moment, wo ich mich so kleide, oder vor allen Dingen, wenn ich mich da noch aufreizend dazu bewege, verleite ich einen anderen Mann zum Ehebruch. Und da kann ich einfach Grenzen setzen und sagen, nein, das will ich nicht. Die Gruppe will sich nicht nur abgrenzen, sie will auch mehr Macht. 20-30% der US-Amerikaner gehören bereits fundamental christlichen Gemeinden an. Und sie meinen zu wissen, was gut und was böse ist. Die Zerstörung der Stadt New Orleans durch einen Hurrikan hatten sie für eine gerechte Strafe Gottes. Ich behaupte nicht, jeder Hurrikan sei eine Strafe Gottes. Was ich aber von ganzem Herzen sagen kann, dass in New Orleans viele Dinge passieren, über die Gott nicht erfreut ist. Gott ist nicht erfreut, dass in New Orleans mehr Kinder abgetrieben werden als in vielen anderen Städten. Sie haben eine sehr hohe Kriminalitätsrate dort unten. Die Menschen sind arm, weil sie ungerecht behandelt werden. Sie geben sich sexuellen Ausschweifungen hin. Gott kann da doch nicht einfach weggucken. Diese Fundamentalisten kommen mit der Moderne nicht zurande. Sie kommen mit der Demokratie nicht zurande. Sie kommen mit den Menschenrechten auch nicht zurande. Wir leben trotzdem in dieser Gesellschaft. Und das hat damit zu tun, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, Bibel und Demokratie, Bibel und moderne Gesellschaft zu vereinbaren. Die Bibel, ein Buch der extremen Gegensätze. Sie predigt die Nächstenliebe und fordert ebenso den Völkermord. Fundamentalisten gibt es in fast allen Religionen der Welt. Nicht auszudenken, wenn radikale Christen die Bibel einmal in allen Passagen wortwörtlich nehmen würden. Ein Blick in die heiligen Bücher der Moslems und Christen hat uns gezeigt, es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen den beiden Religionen. Und wenn auch der Islam derzeit aufgrund der Extremisten im schlechten Licht dasteht, Zulauf hat er doch. Allein in Deutschland konvertierten im Jahre 2005 über 4000 Menschen zum Islam. Viermal mehr als im Jahr